Herzlich willkommen und einen guten Morgen. Zunächst möchte ich ganz herzlich Erzbischof Wada begrüßen aus Erbil, aus dem Irak. Wir sind wirklich sehr erfreut, dass Sie heute hier sind und uns über die Situation der Christen im Nordirak erzählen und einfach uns die aktuelle Situation in Ihrer Heimat schildern. Noch einmal ein herzliches Willkommen auch an Sie alle. Schön, dass Sie gekommen sind zur Pressekonferenz mit dem Thema die Lage der Christen im Nordirak und die Flüchtlingssituation. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Daniela Elpers, stellvertretende Pressesprecherin der Deutschen Bischofskonferenz. Als Gesprächspartner stehen Ihnen heute Erzbischof Wada zur Verfügung, Erzbischof der chaldäisch-katholischen Erzeparchie von Erbil. Und ganz links außen sehen Sie Ulrich Pöhner, Leiter des Bereichs Weltkirche und Migration der Deutschen Bischofskonferenz. Ein Lebenslauf von Erzbischof Wada finden Sie draußen auf dem Materialtisch. Da sind auch noch weitere Materialien für Sie bereitgelegt. Wie Sie schon bemerkt haben, wird Frau Rademacher übersetzen, simultan. Sie müssten das auch über den Split bekommen. Das heißt, wer noch kein Headset hat, sollte sich schnell eins holen, damit Sie auch alles verstehen. Organisatorisch bitte die Fragen auf Deutsch stellen. Es wird alles übersetzt, dann kann jeder alles verstehen. Und es wird, wie gesagt, jede Frage, jede Antwort übersetzt. Jetzt bitte ich Erzbischof Wada um sein Statement. On behalf of the Christians of Iraq, I thank you for this opportunity to speak with you today. Für diese Gelegenheit hier heute zu Ihnen zu sprechen und dass wir uns in Solidarität hier begegnen können. Die Christen im Irak waren bis vor 10 Jahren etwa 1,5 Millionen. Wir sind jetzt dezimiert auf weniger als 300.000. Und was aus diesen verbleibenden Christen werden wird, hängt entscheidend ab von den Maßnahmen, die die Welt nun ergreifen wird. Und ich sage Maßnahmen, weil es ist keine Zeit mehr für Worte. Die nächsten Monate werden vermutlich über das Schicksal der Christen im Irak entscheiden, ob das Christentum dort überleben kann und eine Möglichkeit bekommt, neu geboren zu werden, oder ob es sich reduziert auf Museumsreste mit einigen Priestern, die sich darum kümmern, mit Punkten, die von Interesse sind für Touristen und Akademiker. Aber in einer Situation, wo es die Christen als solche, die seit 2000 Jahren dort gelebt haben, nicht mehr gibt. Und wie ein Volk von Gläubigen, die das Christentum im ersten Jahrhundert vom Apostel Thomas erhalten haben, in so kurzer Zeit verschwinden konnten, wird dann ein Thema für Studien und Debatten von Historikern und Politikern werden. Für uns jedoch würde das heißen, dass wir nicht mehr in unserer angestammten Heimat leben, sondern in der permanenten Diaspora. Diejenigen von uns, die noch im Irak leben, beten und meditieren über diese Frage Tag für Tag. Was wird aus uns werden? Aber in dieser Frage als solche ist auch eine große Hoffnung lebendig. Und ich sage das, weil der Grund, warum wir uns immer noch diese Frage stellen, darin liegt, dass wir immer noch glauben, dass es Hoffnung für uns gibt. Dass wir immer noch eine würdevolle und konstruktive Rolle als Kinder Gottes in unserem eigenen Land spielen können. Und es ist diese Hoffnung, von der ich Ihnen heute hier erzählen möchte. Was kann also getan werden? Welche Maßnahmen können dafür sorgen, dass Christen im Irak weiter existieren als eine Realität? Bevor ich mich diesen Fragen zuwende, möchte ich die unglaubliche Wohltätigkeit anerkennen und die Liebe, die Sie in Deutschland uns entgegengebracht haben. Vom Anfang der jüngsten Verfolgung an, seit August 2014, waren die Menschen, die Organisationen und die Kirche von Deutschland, haben sie sich um uns gekümmert, haben uns die Hand gereicht und uns unterstützt. Die finanziellen Hilfen, die wir aus Deutschland erhalten haben, ist größer als die Unterstützung von allen anderen Ländern zusammen. Auch, dass ich heute hier bin, um zu Ihnen über diese Hoffnung
auf eine Zukunft für Christen im Irak zu sprechen, wäre ohne sie nicht möglich gewesen. Aus ganzem Herzen und im Namen der Christen im Irak möchte ich Ihnen daher danken. Wenn ich nun auf die Arbeit schaue, die vor uns liegt, möchte ich verschiedene Bereiche nennen. Zunächst müssen wir die Menschen mit würdevoller Unterbringung versorgen. Wir haben etwa 10.000 Familien von Binnengeflüchteten, also die IDPs, die Internally Displaced Persons, die Binnenflüchtlinge, alleine schon in Erbil, 10.000 Familien. Und trotz unserer Bemühungen und ihrer großzügigen Hilfe leben immer noch Menschen in unfertigen Rohbauten, sind Wind und Wetter ausgesetzt. Oder sie leben in Wohnwagen, die eigentlich mehr Bauwagen sind. Diese Menschen leben oft zu mehreren Familien in einem einzigen Raum. Es bleibt also eine wichtige Priorität, sie in eine andere Wohnsituation zu bringen, nämlich in sichere Unterkünfte, wo sie ein einfaches Leben führen können, ein einfaches Familienleben, würdevoll, und wo sie beginnen können, miteinander die einfachen Freuden einer Familie zu teilen. Es laufen derzeit viele Projekte, an denen wir arbeiten, um dieses Ziel umzusetzen, und wir bitten Sie weiterhin um Hilfe in diesem Bereich. Der zweite Bereich ist die gesundheitliche Grundversorgung. Mit der Hilfe von großzügigen Gebern haben wir 8 Ambulanzen aufbauen können und bauen derzeit ein Krankenhaus auf, das sich vor allem um Schwangere und Gebärende kümmern wird. Und das ist das erste seiner Art in der gesamten kurdischen Region vom Irak. Diese Ambulanzen stehen allen offen, ganz unabhängig vom Glauben. Aber wir brauchen weiterhin Unterstützung in diesen Bemühungen. Wir brauchen wirklich viel Unterstützung, um weitermachen zu können. Deutschland nun ist ein Weltmarktführer, was medizinische Behandlung und medizinische Technologie angeht. Deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung, was die Schulung angeht und die Bereitstellung von Ausstattung. Der dritte Bereich ist der Bildungssektor. Eine der größten Ängste der Eltern der Binnenflüchtlinge ist, dass ihre Kinder entscheidende Jahre ihres Lebens verlieren. Aus diesem Grund haben wir verschiedene neue Schulen aufgemacht, um den Kindern der Binnenflüchtlinge Bildung bereitzustellen. Und im letzten Dezember haben wir in Erbil die katholische Universität eröffnet, die CUE, die jetzt in diesem Oktober für den ersten vollen Kurs öffnen wird. Innerhalb der Pläne dieser Universität werden wir danach streben, Menschen Stipendien zu geben, und zwar etwa 150 Studenten pro Jahr. Wir haben bereits die Mittel erhalten für 85 dieser Stipendien. Der gesamte Kurs und alle Ausgaben für das Studium an der katholischen Universität Erbil sind auf lediglich 3.000 US-Dollar pro Jahr festgesetzt worden. Und wir beten, dass die deutsche Kirche und die Menschen in Deutschland in Betracht ziehen, auch uns auch in diesem Bereich zu unterstützen. Unser viertes Handlungsfeld sind Arbeitsplätze, der Arbeitsmarkt. Die Verbindung des Zusammenbruchs des Ölpreises und der Krieg gegen den IS hat die Wirtschaft in der kurdischen Region lahmgelegt. Die Familien der Binnenflüchtlinge sind meistens nach Erbil völlig ohne Geld gekommen, ohne Mittel. Und es war ihnen nicht möglich, Arbeitsplätze zu finden. Und all die Maßnahmen, die ich gerade angesprochen habe, also die Bereitstellung von Unterkünften, Gesundheitsversorgung, neue Schulen und Universitäten, schaffen ja Arbeitsplätze, die wir wieder nutzen können, um der Bevölkerung der Binnenflüchtlinge Arbeitsplätze zu beschaffen. Wenn dann die Zeit kommt, dass sie nach Mosul zurückkehren können, werden wir auch dann bestimmte Bedarfe haben. Vor allem der Zugang zu Strom und Wasser. Denn der komplette Wiederaufbau der Infrastruktur im Irak hängt ja vom Ende der Kämpfe ab. In der Zwischenzeit brauchen wir also Zwischenlösungen, um die Menschen grundlegend versorgen zu können. Wenn man all diese Maßnahmen zusammennimmt, dann geht es nicht nur darum, die letzten verbliebenen Christen im Irak zu unterstützen, sondern auch eine Motivation zu schaffen, dass die Menschen nicht mehr aus dem Irak raus möchten.
Und ich möchte hier in Deutschland diesen Punkt sehr unterstützen, denn die Deutschen haben so viel der Last getragen in der derzeitigen Migrationskrise. Die christlichen Gemeinschaften zu unterstützen, während sie noch im Irak sind, wird ihnen helfen, im Irak zu bleiben und Teil einer Lösung im Irak zu werden, statt Teil der Last in Europa. Diese Maßnahmen müssen deshalb weitergeführt werden, und zwar als höchste Priorität. Daher benötigen wir Hilfe und fortwährende Unterstützung aus dem Westen, und wir beten darum, dass Sie uns weiterhin in diesen Bereichen unterstützen. Was jetzt diese Bereiche angeht, in denen wir Unterstützung brauchen, ist es auch wichtig, den geschichtlichen Hintergrund der christlichen Dienste im Irak zu verstehen. Wir leben in einem islamischen Land. Das bedeutet, wir können Evangelisierung nicht so durchführen, wie das normalerweise im Westen verstanden wird. Stattdessen haben wir mit der Zeit einen Ansatz entwickelt, den wir Evangelisierung durch Beispiel nennen. Das bedeutet, wir zeigen unsere Verfügbarkeit, unsere Talente, unsere Fertigkeiten zum Wohl all derer einzusetzen, die in unseren Gemeinschaften und Dörfern leben. Dadurch zeigen wir ein Beispiel der christlichen Nächstenliebe und wir beweisen auch, dass wir eine wichtige und positive Rolle in der Gesellschaft spielen. Geschichtlich gesehen sind Gesundheitswesen und Bildung die wichtigsten Bereiche, in denen Christen immer eine ganz entscheidende Rolle im Irak gespielt haben. Ihre Unterstützung in diesen Bereichen fällt also auf eine solide Basis. Nun, wie wird also unsere Zukunft aussehen? Wir hoffen, dass Daesh, dieser Teufel, bald bekämpft sein wird und aus den angestammten christlichen Ländern vertrieben wird. Aber was passiert, wenn das geschehen ist? Können unsere Leute in Sicherheit zurückkehren und in Frieden leben? Werden sie überhaupt ein Zuhause haben, zu dem sie zurückkehren können? Wer wird uns helfen, unser Leben wieder neu aufzubauen? All diese Fragen sind noch unbeantwortet. Und die Antworten darauf werden entscheidend beeinflusst sein von der Solidarität, die unseren Leuten zuteil wird, von den Menschen, die in Nordamerika und in Europa an der Macht sind. Ich bitte Sie, die Menschen in Ihrem Land und Ihre Regierung, im Namen der Christen vom Irak, bitte vergessen Sie uns nicht. Bitte bleiben Sie solidarisch mit uns. Bitte beten Sie für uns. In diesem Bemühen bitten wir Sie auch, sich bewusst zu machen, dass es größere Kräfte und Mächte gibt, die gegen uns gehandelt haben und die sich weiterhin gegen uns stellen werden, wenn es nicht eine klare moralische Position im Westen gibt. Im Irak und im gesamten Mittleren Osten gehen die Gewalttaten weiter. Und wir können nicht so tun, als würden diese Dinge isoliert geschehen. Wir müssen zugeben und uns damit auseinandersetzen, dass es Kräfte gibt, die diese Gewalt und diese Verfolgung unterstützen und finanzieren. Gewalt gegen Christen und auch andere Minderheiten. Wir gehören zu denjenigen, die am meisten gelitten haben unter diesen Kräften. Deshalb bitten wir, dass Ihre Regierungen und auch die Wirtschaft diese Lebenswirklichkeit in die moralische Gleichung aufnehmen, wenn es darum geht, Politik und Investitionen auf den Weg zu bringen. Toleranz kann in dieser Welt keine Einbahnstraße sein. Das ist eine ganz grundlegende Wahrheit. Und die freien Menschen im Westen dürfen keine Angst haben, diese Wahrheit auszusprechen. Abschließend möchte ich Ihnen noch eine Botschaft der Hoffnung weitergeben. Eine Botschaft auch an die Christen im Westen. Sie stehen ja vor ihren eigenen Bedrohungen, vor ihren eigenen Schwierigkeiten in dieser unsicheren Welt. Im Irak haben wir in den letzten 2 Jahren unaussprechlich viel Böses und viel Schmerz erlebt. Aber während unsere Peiniger geplant hatten, uns zu zerstören, ist das Gegenteil passiert. Diese Angriffe haben uns nicht nur enger zusammengebracht als Christen, sondern, und das ist noch wichtiger, sie haben uns ganz tief in Berührung gebracht mit dem Herzen unseres Glaubens. Wer sind wir wirklich als Christen? Vielleicht wussten wir das nicht. Nicht
im Vollsinn vor 2014. Aber jetzt wissen wir es. Und unabhängig von dem, wohin die Zukunft uns führen wird, werden wir dies im Herzen halten. Und so möchte ich Ihnen und Ihren Menschen hier in Deutschland, die vor ihren eigenen Unsicherheiten stehen, sagen, wie dunkel der Weg auch sein mag, Christus wartet auf uns. Er geht mit uns. Und die Christen im Irak beten darum, dass sie Stärke aus uns ziehen, so wie wir Stärke aus ihnen gezogen haben. Vielen Dank. Und auch, dass Sie uns die Sorgen und Nöte der Menschen nahegebracht haben. Jetzt bitte ich Herrn Ulrich Pöhner um eine Ergänzung aus deutscher Perspektive. Ja, danke. Ich beschränke mich auf ganz wenige Bemerkungen. Ausgangspunkt für die Arbeit der Deutschen Bischofskonferenz gegenüber dem Mittleren Osten und zusammen mit den Kirchen des Mittleren Ostens ist die Einschätzung, dass dem autochthonen Christentum, also dem historisch gewachsenen Christentum, in großen Teilen des Mittleren Ostens die Auslöschung droht. Dass also nach 2 Jahrtausenden der Präsenz der christlichen Kirchen diese Phase an ein Ende kommen könnte, und zwar in unseren Tagen. Aus diesem Grund versucht die Deutsche Bischofskonferenz seit einer Reihe von Jahren ein dicht gewobenes Netz der Zusammenarbeit zwischen der Kirche in Deutschland und den Kirchen im Mittleren Osten zu knüpfen. Die vielfältigen Reisen von Erzbischof Schick, dem Vorsitzenden der Kommission Weltkirche, die ihn mittlerweile in ziemlich alle Länder des Mittleren Ostens geführt haben, zuletzt im letzten Monat in die Türkei, sind ein Teil des Versuchs, entsprechende Kommunikationen mit den Kirchen im Nahen Osten aufzubauen und kontinuierlich zu pflegen. Und die Gegenbesuche gehören dann natürlich auch dazu, wie heute etwa, dass Erzbischof Wader unter uns ist. Das dient immer dazu, dass er Kontakt zur hiesigen Öffentlichkeit bekommt, also Pressekontakte und so weiter. Normalerweise, in diesem Falle jetzt nicht, normalerweise auch dazu, dass die Bischöfe aus dem Nahen Osten und andere Vertreter der Kirchen Zugang zu unseren verantwortlichen Politikern bekommen, damit die Stimme der Kirchen des Mittleren Ostens auch in der deutschen Außenpolitik und in der westlichen Außenpolitik gehört wird. Wir sind auch bemüht, die Kirchenführer des Mittleren Ostens mit Wissenschaftlern aus Europa, auch aus den Vereinigten Staaten, zusammenzubringen, damit sie profitieren können von der wissenschaftlichen Analyse der Situation im Mittleren Osten, die dort geleistet ist, und in diesem Licht auch nochmal die eigenen Strategien, die die Kirchenführer zu formulieren haben, reflektieren zu können. Grundsätzlich geht es der Bischofskonferenz darum, die Situation der Christen in der kirchlichen Öffentlichkeit und in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit vorkommen zu lassen, dass sie hier nicht vergessen wird. Dem wird auch die Aktion der deutschen Bischöfe jetzt im Dezember zu verfolgten und bedrängten Christen am Beispiel der Situation auf der arabischen Halbinsel gehören und auch das Anliegen der Christen im Mittleren Osten in das Gebet der Gläubigen hineinzutragen. Deshalb wird es auch an diesem 26. Dezember, dem St. Stephanustag, einen Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen in allen deutschen Pfarrgemeinden geben. Daneben muss es natürlich die konkrete Hilfe geben. Der Erzbischof hat die für ihn wesentlichen Felder angesprochen. Und zwar zum einen bezogen auf die Flüchtlingssituation, die ja alles mitbestimmt in dieser Region derzeit, und zum anderen konkrete Hilfe für den Verbleib der christlichen Minderheiten in ihren Heimatländern. Wir haben im letzten Jahr für diese Region seitens der Hilfswerke, die mit der Deutschen Bischofskonferenz verbunden sind, 42 Millionen Euro aufgebracht, in allen möglichen pastoralen Sektoren und auch in den sozialen, insbesondere da natürlich im Rahmen der Flüchtlingshilfe. Und wir werden am Donnerstag Ihnen die neuesten Zahlen über die Hilfe der Kirche im Bereich der
Flüchtlingsarbeit und insbesondere auch zum Nahen Osten dann nennen können. Danke. Vielen Dank, Herr Pöhner. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich denke, dass es so schnell nicht wieder die Gelegenheit gibt, Antworten aus erster Hand zu bekommen. Wenn Sie sich zu Beginn kurz vorstellen würden und für welches Medium Sie arbeiten. Herr Trubinski. Diplone aus dem Irak erzählen, ist, dass die Rückkehr in ihre Gebiete schwierig ist, weil zum Teil das Vertrauen auch in die muslimischen Nachbarn zerbrochen ist. Also manchmal wurden Kirchen geplündert, wurden Häuser geplündert. Sehen Sie das als ein großes Problem an, auch wieder heimisch zu werden in der Gegend, in der Sie einmal heimisch waren? Yes, it's really difficult. Das ist wirklich schwierig. Denn wenn man zurückkehrt in die Dörfer und mit Menschen lebt, die früher mal Nachbarn waren und die haben einen betrogen, das Misstrauen ist also da. Und wir erwarten auch, dass die Militärmaßnahmen sehr viele der Gebäude zerstört haben wird. Wir wissen bereits, dass bestimmte Gebiete angegriffen worden sind von den Koalitionskräften. In der Zeit der Befreiung erwarten wir eigentlich zwei Szenarien. Entweder komplette Zerstörung aufgrund des Militäraktionen, oder es könnte auch sein, dass die Muslime, also in Mosul, sich in unsere leeren Dörfer zurückziehen, weil sie selber fliehen müssen. Und das würde dann ein weiteres schwieriges Szenario zeitigen. Und das Misstrauen ist natürlich da. Aber für uns als Christen, wir erleben ja nicht zum ersten Mal Verfolgung. Es ist nicht das erste Mal, dass wir auf der Binnenflucht sind, von Gebiet zu Gebiet. Christ zu sein bedeutet, fähig zu sein, zu verzeihen und fähig zur Versöhnung zu sein. Und ich glaube, mit diesen Schwierigkeiten haben wir eine weitere Möglichkeit, wirklich eine wichtige Rolle im Versöhnungsprozess zu spielen. Denn wir waren ja nicht in den Gewalttaten involviert unter den verschiedenen Parteien. Es gibt viele Schwierigkeiten, vor denen wir stehen werden. Und eine von denen sind die Sie gerade genannt haben, das Misstrauen. Da muss man eine ganz realistische Einschätzung haben. Aber das wird die Kirche nicht davon abhalten, alle Bemühungen zu unternehmen, die Menschen zu führen. Und zwar zu führen in ein sicheres Leben. Wir werden unsere Leute natürlich nicht in Gefahr bringen. Wir werden sicherstellen, dass das Leben in diesen Dörfern sicher ist, bevor wir sie bitten, zurückzukommen und zu bleiben. Haben Sie den Eindruck, es hat sich etwas Grundsätzliches verändert in dem Verhältnis zwischen Islam und Christentum durch die Geschehnisse der letzten Jahre, weil traditionell war das ja, glaube ich, nicht immer so schlecht, das Verhältnis zwischen Christentum und Islam in dieser Gegend. Also ist da was Grundsätzliches zu Bruch gegangen? Ich kann sagen, dass wir in den letzten zwei Jahren, bis es uns möglich war, Fragen anzugehen, die wir zuvor mit den Moslems nicht diskutiert haben. Wir konnten den Imamen zum Beispiel sagen, dass es wirklich ein Problem gibt in manchen Freitagsansprachen, dass es Probleme gibt in Bezug auf Ideologien. Ich konnte ihnen sogar sagen, dass ich ein Problem habe damit, bestimmte Statements zu verstehen, in denen sie sich über den IS äußern. Weil sie sprechen über den IS immer als eine Organisation, die den Ruf des Islams schädigt. Aber, sage ich Ihnen, ihr sagt nie etwas über die Opfer. Wir brauchen also neue Aussagen, neue Statements, die sich auch um die Opfer des IS kümmern. Sie haben ja den Islam als ihren Slogan genommen, um zu kämpfen. Ich glaube, dass in den letzten zwei Jahren
wir zu einer offenen, direkteren Kommunikation gekommen sind in Bezug auf diese Probleme. Und wir als Christen spielen eine Rolle dabei, dem Islam dabei zu helfen, sich mit diesen unglaublichen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, in denen sie jetzt stehen, in Bezug auf die IS-Ideologie, Qaida, Al-Qaida, Boko Haram, all diese Organisationen. Von daher würde ich sagen, dass wir einfach direkter miteinander kommunizieren. Und sie sind auch sehr direkt in ihrer Antwort und sagen, ja stimmt, da gibt es Probleme. Wir verfolgen die arabischen Medien, die islamischen Medien und wir können bestätigen, dass die Ansprachen sich verändert haben. Sie sind klarer, direkter, was die Ideologien angeht. Sie setzen sich ehrlicher auseinander in Bezug auf den IS und was nach dem IS kommt. Das Ende des IS bedeutet ja nicht, dass es das Ende des Fundamentalismus ist. Man kann erwarten, dass dann die nächste Ideologie nachrückt. Roland Jocham, Verlagsgruppe Bistumspresse. Herr Erzbischof, Sie haben an einer Stelle von large forces gesprochen, also auf Englisch von bestimmten Kräften, die aus dem Ausland die Extremisten nach wie vor unterstützen und dass westliche Regierungen und Unternehmen vorsichtig sein sollten, mit denen, die nicht irgendwie mit zu unterstützen. Wen genau meinen Sie damit? Ja, everyone knows that in Iraq, es ist ja bekannt, dass die Kriege und die Gewalttaten im Irak von regionalen Kräften unterstützt werden. Der Einfluss von großen Ländern, wie zum Beispiel Iran, Türkei, Saudi-Arabien, alle kämpfen dort. Ich bin kein Politiker. Aber ich verfolge natürlich die Medien, die Ansprachen unserer Politiker. Und wie jeder nennt diese Kräfte, diese großen Kräfte und die Gewalttaten, die Kriege im Irak werden unterstützt von diesen Regionen, von diesen Ländern. Und wir müssen zugeben, dass die westliche Politik in Bezug auf den Mittleren Osten nicht klar ist. Manchmal hat man den Eindruck, dass es keine klare Vision gibt, sondern dass das Bild sehr vage ist. Und das hatte Einfluss auf das Leben von Minderheiten. Wie ich bereits ausgeführt habe, gibt es eine Krise im Islam. Und unglücklicherweise ist es so, dass einige dieser Politiker, die Politiken, diese Krise genutzt haben, um andere Ziele zu erreichen. Deshalb sagen wir, dass es eine ethisch akzeptierte, menschliche Vision braucht, um den Menschen zu helfen, die Gewalt zu beenden im Mittleren Osten. Weil am Ende des Tages haben wir als Volk dort gelernt, dass Krieg uns nicht mit der Möglichkeit versorgt, im Frieden zu leben. Aber es gibt immer noch Menschen, es gibt immer noch Kräfte, die diese Handlung unterstützen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Per Haske von der Deutschen Presseagentur. Ich wollte Herrn Pönerzoller erstmal fragen. Sie sagten eben, dem Christentum im Mittleren Osten droht die Auslöschung. Welche Länder zählen Sie genau dazu? Und eine Frage an das Podium, wer auch immer mir das beantworten kann, ist ein bisschen Zahlenmaterial zur Einordnung, wie viele Christen aus dem Bereich sind in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren vertrieben worden und auf wie viel Prozent ist der Bevölkerungsanteil gesunken? Ja, zu Ihrer ersten Frage. Also wir legen den ja in den Politikwissenschaften mittlerweile üblichen Begriff des Mittleren Ostens zugrunde, Greater Middle East, das heißt also sowohl vom Maghreb bis nach Pakistan, diese Gesamtregion.
Und das Christentum steht unter Druck, letztlich in allen diesen Ländern, Jordanien vielleicht jetzt mal ausgenommen, wo derzeit, vielleicht auch nur derzeit noch, eine relativ ruhige Situation ist. Man wird aber davon ausgehen können, dass die verhältnismäßig großen christlichen Gruppen, die es zum einen in Ägypten gibt, die Kopten, und zum anderen im Libanon gibt, dass die stark genug sind, in den Unruhen, die wir seit einer Reihe von Jahren erleben, zu überleben. In allen anderen Ländern ist die Gefahr da, dass es allenfalls noch marginale, ganz kleine Gruppen am Ende dieses historischen Prozesses, der überall mit einem erheblichen Maß von Gewalt einhergeht und mit der zunehmenden Bereitschaft christlicher Gruppen ins Ausland, vor allem ins westliche Ausland, zu gehen. Also wir haben ja heute, anders als in früheren Jahrhunderten, wenn es dort zu negativen Entwicklungen, zu Verfolgungen und so weiter gekommen ist, die Situation, dass es in den westlichen Ländern, in Nordamerika, in Europa, Australien, Neuseeland, verhältnismäßig große Gruppen von Christen aus dem Mittleren Osten gibt. Also Chaldea, die es in Europa und Nordamerika gibt, Melkiten, Maroniten und so weiter. Das heißt, die haben ja Communities gebildet mittlerweile in den westlichen Ländern, die dann tatsächlich auch eine Hoffnungsperspektive für diejenigen darstellen, die es in der eigenen Heimat nicht mehr aushalten. Das heißt also, von daher gibt es heute Möglichkeiten, der Situation zu entkommen, die Christen früher nicht hatten. Und zum einen unter dem Druck fundamentalistischer Kräfte oder wie immer sie nennen wollen, des Islam und zum anderen aufgrund der Möglichkeiten, die es heute gibt, sich andernorts niederzulassen, hat sich dieser Prozess der Vertreibung und Auswanderung in einem von Christen aus dem Mittleren Osten in dieser Weise beschleunigt. Zur zweiten Frage möchten Herr Erzbischof, Herr Pöhne. Regarding the second question. Das war an den Erzbischof, glaube ich. Yeah, the second question went to the panel, whoever wanted to. Well, I would say in 2003 we were around 1.5 million. Ich würde sagen, 2003 waren wir 1.5 Millionen. Wir sind jetzt weniger als 300.000 im ganzen Irak. Im Syrien sind 2/3 der christlichen Gemeinschaften das Land verlassen. Im Iran haben wir die schlimmste Situation. Wenn man auf die letzten 30 Jahre schaut, da hat sich die Zahl der Christen auf 25.000 bis 30.000 reduziert, würde ich sagen. Gibt es weitere Fragen? Herr Hochmann, bitte. Ralf Oppmann, Radio Horeb. Mich würde noch mal interessieren, wie die vielen vertriebenen Christen jetzt in den Exilregionen überhaupt ihren Glauben noch leben können, weil es gibt ja auch wahrscheinlich nicht mehr so viele Geistliche, es sind ja auch einige getötet worden oder gestorben und es gibt auch keine Kirchen. Wie können diese zerschlagenen Gemeinden noch ihren Glauben leben? Do you mean in Erbil or in outside? Außerhalb. Well, in Erbil, all the priests and sisters die Priester und Ordensschwestern, die waren ja mit den Binnenflüchtlingen zusammen, die geflohen sind. Vom ersten Tag an war es so, dass die Priester und die Ordensleute bei den Leuten waren. In jedem Camp gab es immer spirituelle und pastorale Hilfe für die Binnenflüchtlinge. Und mit der Zeit haben wir eben sehr stark zusammengearbeitet als chaldäische Kirche mit den syrisch-katholischen Kirchen auch. Wir haben neue Zentren eröffnet, Pastoralzentren. Einige dieser Zentren sind inzwischen zu großen Pfarrgemeinden geworden. Wir haben also nicht das Problem pastoraler und spiritueller Unterstützung. Denn wir haben dieses gute Beispiel, mit dem unsere Priester und unsere Ordensleute vorangehen. Das Problem ist, wenn die Leute das Land verlassen. Und da sehen wir eben Priestermangel in Jordanien, im Libanon und auch in der Türkei.
In diesen drei Ländern, in denen die Christen normalerweise warten, bis sie ausreisen können, da gibt es sehr viele Bedarfe. Hier in Deutschland gibt es drei chaldäische Pfarrgemeinden und die lokalen Bischöfe, die Ortsbischöfe, kümmern sich um die Flüchtlinge und helfen den chaldäischen Priestern auch, sich um die pastoralen Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Es sind drei Pfarrgemeinden, an denen mehr als 12 Zentren angeschlossen sind. Denn jeder Pfarrpriester reist dann an unterschiedliche Orte, unterstützt von den Ortsbischöfen hier. Und wir erwarten, dass wir in Kürze vielleicht noch einen weiteren Priester hier haben werden, wenn es möglich ist. Also innerhalb des Landes, würde ich sagen, sind wir in der Lage, wirklich bei den Menschen zu sein, was die spirituelle und pastorale Hilfe angeht. Vor einem Jahr haben Sie im britischen Parlament gebeten, dass Großbritannien Truppen auch nach Irak schickt. Ist das immer noch Ihre Forderung? Wie glauben Sie, dass auch die militärische Auseinandersetzung in dieser Region gelöst werden kann? There is no doubt that you need a strong military action, dass man starke Militäroperationen braucht, um den IS zu stoppen und um die Landstriche zu befreien. Denn der IS verhandelt nicht. Gar nicht. Die einzige Sprache, die sie verstehen, ist Krieg. Wenn man schaut, dass Ausstattung fehlen, dass Schulung fehlt, also unsere Leute nicht ausreichend ausgebildet sind, dann brauchen wir eben Unterstützung, auch im Zusammenhang mit den Peschmerga. Und unglücklicherweise muss ich sagen, als katholischer Bischof, manchmal müssen wir diese schwierige Wahl treffen. Aber diese Militäroperationen verbinden sich ja mit dem Neuaufbau. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen, Versöhnung auf den Weg zu bringen. Aus den Nachrichten, die wir vom Militär und von den Politikern erhalten, würde ich sagen, dass alle bereit sind für Militäraktivitäten, für Militäraktionen. Sie sagen, Militäroffensiven sind jetzt der einfachste Teil des Befreiungsprozesses. Der schwierigere Teil sind die sozialen und politischen Lösungen, die wir nach dem IS brauchen. Und damit haben wir uns im Irak, damit haben sich die irakischen Politiker in den letzten zwei Monaten eben auch auseinandergesetzt. Okay, alles klar. Gibt es weitere Fragen? Dann Herr Theisen, bitte. Aus Ihren Äußerungen spricht ja auch, dass Sie Hoffnung haben, dass bald Frieden einkehren könnte. Was schätzen Sie, wie viele der Menschen, die geflüchtet sind, würden auch wieder zurückkommen in den Irak? When we start from Erbil and Duhok, wenn wir jetzt mal in Erbil und Duhok anfangen, die Menschen, die wieder zurück nach Mosul gehen wollen, in Mosul-Stadt, da gibt es nur wenige, weil man muss wirklich warten, bis man diese Entscheidung fällen kann. Die Leute müssen erst mal sehen, was passiert, besonders in der Stadt Mosul, was die Ninive-Ebene betrifft. Das ist das christliche Land, das Land der Christen, der Jesiden. Ja, da gibt es Leute, die sich vorstellen könnten, zurückzugehen und diese Dörfer neu aufzubauen. Und die Unterstützung und der Neuaufbau dieser Dörfer wird natürlich weitere christliche Familien motivieren, auch zurückzukehren. Was die Familien angeht, die im Ausland leben, in Deutschland oder in Europa, ich glaube, dass sie zunächst abwarten werden, wie sich die Sicherheit, diese soziale und wirtschaftliche Sicherheit und wie sich die Situation entwickeln wird. Die Beziehung zwischen den Nachbardörfern, ob das sicher genug ist, dass sie ihre Kinder nehmen können und wieder nach Hause bringen können und von vorne anfangen können mit einem Leben dort. Es gibt verschiedene Faktoren und Tatsachen, die man zunächst klären muss, bevor die Familien, die im Ausland leben, sich entscheiden, zurückzugehen. Einige wenige Familien
die vor Schwierigkeiten stehen in Jordanien, in Türkei, im Libanon. Einige der Familien haben sich entschieden, zurückzugehen. Wir haben einige Anfragen bekommen in Bezug auf Unterkünfte von Familien, die zurückkamen aus der Türkei und aus Jordanien und aus dem Libanon. Aber das sind wirklich nur sehr, sehr wenige Familien. Dann möchte ich das Pressegespräch an dieser Stelle gerne schließen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Die nächste Pressekonferenz findet um 13 Uhr hier in der Bibliothek statt zur neuen Einheitsübersetzung. Und der Erzbischof steht jetzt noch für O-Töne bereit, wer welche braucht.